Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video einer Produktvorstellung aus dem Hause Refactory. Es geht weiter in der Liste. Heute kümmern wir uns mal um den Smart Feeder. Das klassische Unboxing lassen wir jetzt mal. Tada, da ist er. ich habe den schon im Gebrauch, von daher ist er hier auch schon zusammengesetzt. Und wir gucken uns mal eben die einzelnen Teile an. Ja, kommen wir erstmal zu der Frage, warum diesen Smart Feeder oder warum ein Futterautomat, der sich aus der Entfernung steuern lässt. Wir können einerseits überwachen, was haben wir gefüttert, wie viel haben wir gefüttert, wie viel ist noch im Behälter drin, kommen wir gleich zu. Wir können damit gegebenenfalls Nährstoffwerte steuern, wenn wir im Gegenzug natürlich einen Smart-Tester oder ähnliches an der Arbeit haben. Und ja, ansonsten gefällt er mir auch recht gut, weil er bisher, ja, so wie ich es jetzt hier habe, ist er jetzt schon seit knapp 2 Wochen im Einsatz und ich kann mich bisher nicht genug beschweren. Es gibt so einige Sachen aus dem Netz, die ich gehört habe, werde ich auch gleich mal kurz drauf eingehen und meine Vermutungen und Mutmaßungen dazu abgeben, warum, weshalb, wieso. Aber kommen wir erstmal zu dem, was wir hier kriegen. Also Stromversorgung, das Übliche wieder. Ihr seht, ich habe ihn schon 2 Wochen im Einsatz und habe ihn nicht markiert. Hat aber damit zu tun, dass ich zu faul bin. Aber ich weiß, die nicht markiert ist, ist der Smart Feeder. Alles andere ist markiert. Dann haben wir hier einmal die Befestigung für den Aufsatz auf dem Aquarium. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Ganze bis zu 21 mm, müsste ich nochmal mit einblenden. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze auf ein Poolbecken zu setzen. So aufzusetzen. Ich kann es aber auch so aufsetzen. Ich habe in beiden Richtungen habe ich hier oben Schienen, die ich dann dementsprechend hier verbauen kann. Heißt, theoretisch ist es fast überall möglich. So, jetzt ist es bei mir natürlich schon wieder anders. Ich blende euch das mal eben mit ein, wie der bei mir befestigt ist. Und dann kommen wir auch zu den weiteren Teilen hier an diesem Gerät. Ihr hört, da ist schon ein Klettband. Und dieses Klettband wird von Refactory auch mitgeliefert. Dieses habe ich tatsächlich im Einsatz und habe es hier unten an der dritten Variante festgemacht, damit der bei mir ein kleines bisschen höher kommt. Ich hätte den auch direkt hier unten drunter machen können, das Klettband. Hätte wahrscheinlich besser gehalten als das hier. Aber das hier ist auch unter anderem die Aufnahme, wenn jetzt das Klettband nicht drauf wäre, wo ich diese Schiene drauf schiebe. Ja, also das ist im Prinzip die zusätzliche Halterung. Ich deute das jetzt hier nur an, ansonsten müsste ich das Klettband runterreißen und dann kriege ich es nie wieder fest. Bin ja froh, dass es hält. Also, die Befestigung haben wir. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit zusätzlich hier drin, die verbaut ist. Das ist dieses kleine süße Pad hier, das muss ich mal eben losmachen. Das hier ist ein Feuchtigkeitsabsorber. Das ist einfach nur ein Pad, da ist vorne hinten Plaste drauf. Innen drin ist irgendwas, was Feuchtigkeit zieht. Und ja, das geht im Prinzip hin und zieht uns die überschüssige Feuchtigkeit aus dem Futterbehälter raus. So, kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen mehr dann aus dem Futter rauszieht. Aber bisher, in den 2,5 Wochen, wo ich das Ding jetzt im Einsatz hatte, oder 2 Wochen fast, hatte ich keine Probleme. Die Löcher, die hier oben drin sind. So, die blende ich mal ein bisschen näher ein. Ja, oder mache ein separates Bild. Ihr seht, wir haben 2 kleine Löcher und wir haben ein etwas größeres Loch. Ergo, wir können, ich sag mal, kleines Pelletfutter füttern hier, so wie ich das jetzt hier habe. Oder wir können auch Flocken füttern. So, ich selber persönlich bin kein Fan von Flocken in solchen Futterautomaten, weil die immer unterschiedlich groß sind. Das heißt, ich kann die Futtermenge, die reingeht, tatsächlich nicht wirklich so gut bestimmen. Und egal, ob das jetzt dieser Futterautomat ist oder irgendein anderer mit Trommel oder etc., die Futtermenge ist in meinen Augen nie wirklich hundertprozentig. Tatsächlich gehe ich deshalb aus dem Grund hier hin und habe mir das Pelletfutter ausgesucht. So, jetzt habe ich schon einige Futterautomaten durch. Und tatsächlich ist es so, dass Pelletfutter auch nicht wirklich immer so gut zu dosieren ist. Vor allem nicht dieses süße kleine hier, was ich hier mal kurz mit einblende. Da hat man dann auch immer mal mehr, mal weniger. Erstaunlicherweise ist es so, dass wir hier in diesem
ich sag mal, im Gesamtsystem können wir die Futtermenge, die in diesem Behälter ist, angeben. Und ich habe hier schon die Feinwaage und ein Tellerchen liegen und auch das zusätzlich abgewogene Futter hier. Können wir feststellen, dass mit jeder Fütterung, die tatsächlich stattfindet, immer eine fast gleichbleibende Menge an Futter da durchgeht. Das ist minimal, was es ab tatsächlich mit dem Futter, was ich da einsetze, abweicht. Also es ist wirklich echt krass, wie das immer gleich bleibt. Somit haben wir auch im Endeffekt die Möglichkeit zu sehen, die Futtermengen, die ich einfülle, muss ich im Vorfeld abwiegen, gebe diese ins System ein und mache im Prinzip Probefütterung mehrfach. So. Und jede Probefütterung wiege ich. Ja, ist ein bisschen aufwendig, den Teller wieder sauber machen, alles da reinkratzen, wiegen, wieder rauskippen etc. pp. Aber es lohnt sich tatsächlich. Wir haben im Endeffekt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, bis auf, ich sag mal, ein oder zwei Tage Differenz, könnten wir tatsächlich die entsprechende Futtermenge, die hier durchgeht, bis auf einen gewissen Prozentsatz, sage ich jetzt mal, tatsächlich bestimmen und sagen, jo, jetzt ist mein Behälter wieder fast leer. Wenn ich jetzt länger abwesend wäre und nur über diesen Futterautomat füttern würde, könnte ich sehen, jo, passt oder jo, passt nicht. Das dazu. So, was ich damit betreibe, ist einerseits, ich habe natürlich auch Tierchen, die hier tagsüber dann auch mal ein bisschen was brauchen, weil ich bin jemand, der tatsächlich eigentlich nur einmal am Tag füttert. So, jetzt füttere ich hiermit die zweite Gabe, also morgens bzw. mittags Trockenfutter und abends bekommen meine Fische Frostfutter. Und da ist es im Endeffekt so, ich kann über meinen Smart-Tester sehen, bleibt im Prinzip der Nährstoffgehalt gleich oder nicht. Sackt er mir jetzt ab, dann kann ich sagen, okay, dieses potente Futter hier, oder generell Trockenfutter sind da generell sehr potent, ich mache jetzt noch eine extra Fütterung, weil es kann über den Smart Feeder aus der Entfernung heraus und B, weil ich meine, wenn ich jetzt mehr fütter, ist das auch nicht weiter schädlich für mein Becken, also für mein Becken, also das, dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das tut, weil ich nämlich weiß, dass bei mir alles wieder aufgewirbelt wird und aufgefuttert wird etc. und die Menge, die ich hier rausjage, auch von meinen Fischen innerhalb von kürzester Zeit aufgefuttert wird. Und davon nicht viel ins Riff geht. Da muss man dann immer gucken. Ja, man kann das Ganze einstellen, wie oft gefüttert wird, wie viel raus. Also ihr solltet lieber mehrmals weniger füttern, als einmal zu viel. Das ist schon mal ganz wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt noch eine andere Kleinigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich im Netz gehört habe. Wir haben hier eine Verbindung, eine Aufnahme. Da sollten wir gucken, dass auch alles soweit in Ordnung ist. Und hier hinten. Ja, dann darf nichts defekt sein, das muss alles dran sein, das ist wichtig. Und dann wird das einfach hier aufgesteckt. So, jetzt habe ich die Gruselgeschichten aus dem Netz gehört, der ist mir ins Wasser gefallen. Vielleicht saß er nicht richtig drauf, vielleicht ist die Verbindung da unten nicht in Ordnung gewesen. Oder das Ganze ist zu schwer und zu voll gewesen. Das gibt's auch. Ich habe jetzt hier tatsächlich stehen, sehr kleines, feines Futter. Das müssten so um die 50 Gramm sein. Werden wir gleich sehen. Und wenn das Ganze zu schwer wird, seht ihr das? Dann kann es sein, dass sich das löst. Und wenn sich das hier so gelöst hat und der dann dreht, kann es sein, dass das runterfällt. Das ist aber schon wieder in meinen Augen Zusammenführen verschiedener Umstände. Also wenn ich sollte das Futter hier nicht, also den Behälter nicht zu voll machen. Oder zu schwer. Wo da jetzt die Grenze ist, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Nach meiner Erfahrung, die ich jetzt hier zwei Wochen mit dem Gerät gemacht habe, ist tatsächlich, so rum war's, die Futtermenge, die ich da drin habe, kein Problem. So, und ich bin jetzt gerade hier ein bisschen dumm im Kopf, wie immer. So, da haben wir's. So rum habe ich ihn montiert. So. Hier unten drunter ist bei mir ein Klettband. Ich habe hier unten ein Klettband. Und dann können wir das Ganze erstmal aufsetzen. Dann hält das erstmal. Aber wenn ich hier vorne viel und schweres Futter drin habe, dann kann das sein, dass sich das mit dem Klettband weiter runterzieht. Da müsst ihr drauf achten. Ich bin hingegangen und habe, das blende ich euch auch mal separat ein, bei mir am Aquarium eine Befestigung fürs Kabel gemacht, sodass das Kabel nicht, das Kabel nicht weg kann.
Ich mache das hier hinten jetzt auch einmal fest. Wie gesagt, zur Verbindungsroutine brauche ich jetzt nichts großartig sagen. Da gibt es ein separates Video zu. Der ist jetzt hier fest montiert und ich kann jetzt hier hingehen und den im Prinzip befüllen. Ich setze das Ganze mal unter Strom, dann machen wir einen Schnitt und dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem Handy an. So, einmal Ström und kurzer Schnitt. Ja, wie gesagt, Halterung brauchen wir nicht. Wir haben hier oben drauf noch ein Knöpfchen und noch eine LED. Das Knöpfchen ist im Prinzip dafür da, wenn ich drauf drücke, macht er eine manuelle Fütterung. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, oh, die Fische haben jetzt gerade so viel Hunger, oh, guck mal, die klopfen schon an der Scheibe, dann kann ich da drüber, wenn ich das möchte und so eingestellt habe im Smart Reef, tatsächlich füttern. Ich kann aber auch hingehen, diesen Knopf deaktivieren, wenn ich das will. Genauso wie ich das Licht hier oben deaktivieren kann. So, haben wir sonst noch irgendwas? Im Moment glaube ich nicht. Nein, wo der entsprechende Reset-Punkt ist, blende ich euch noch separat mit ein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit aufs Handy. Und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. So, wir befinden uns im Smart Reef und oben haben wir den Smart Feeder. So, den habe ich ja jetzt schon eine Zeit lang im Einsatz, habe den schon vorkonfiguriert und ihr seht da, ich würde jetzt noch 198 Tage mit meinem entsprechenden Material kommen, wenn ich es richtig gemacht hätte. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nicht die Nettomenge hier gemessen, sondern ich habe den gesamten Behälter gemessen. So, jetzt gehe ich erstmal hin und mache den Behälter hier zu, nehme ihn ab und wir messen jetzt mal tatsächlich die Nettomenge. So, Problem an der Feinwaage ist, die hat eine gewisse Obergrenze, ich glaube 100 Gramm war es. Und da müsst ihr euch einen leichten Behälter für nehmen. Anmachen, draufstellen mit Behälter. Damit wir gleich auch die Menge genau bestimmen können. So, und dann packe ich das Ganze rüber. Kippe es aus. Setze den Behälter wieder drauf. Und da steht jetzt 51,04. Diese 51,04, das ist meine tatsächlich eingebrachte Menge. So, jetzt gehen wir hier mal unter Einstellungen. Haben wir die Möglichkeit, Zeitplan bearbeiten, Intervall bearbeiten, den Behälter bearbeiten, da kommen wir jetzt zu, und manuelle Fütterung. So, dann haben wir die Möglichkeit, die Art und Weise einzustellen, wie wir füttern, ob wir über einen Zeitplan, den wir vorgeben, füttern wollen oder über einen Intervall. Lässt sich auch dementsprechend einstellen. Dann haben wir hier stehen, wie viele Tage vorher wir erinnert werden wollen, wenn der Behälter fast leer ist. WLAN zurücksetzen und Werkseinstellung zurücksetzen. So. Ich habe jetzt zum Beispiel hier oben einen Zeitplan stehen, einmal am Tag eine Fütterung. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags, 15 Uhr. Also bei mir ist die Fütterung nach Zeitplan. Wenn ihr das wollt, könnt ihr aber auch ein Intervall einstellen. Intervall bearbeiten, steht dann hier, Häufigkeit alle 6 Stunden. Alle 6 Stunden oder das, was jetzt hier zu sehen ist. Ja, 1, 2, 4, 6, 8, 12 etc. pp. Den Rest seht ihr. Da könnt ihr ein Intervall einstellen. Zusätzlich bei dem Intervall könnt ihr angeben, wie viel gefüttert werden soll, also die Fütterungsmenge, die ihr jetzt gleich zusammen mit mir einmal ermitteln werden. Ich will aber kein Intervall, also abbrechen. So, und jetzt kommen wir zum Behälter. So, Behälter ist gefüllt. Ich habe gesagt, es waren 51,04 Gramm. Und ich gehe jetzt erstmal hin. Aktueller Wert. Da umstellen. 51,04. Und das speichern wir. So, jetzt gehen wir wieder auf Behälter bearbeiten. So, ich habe die Kapazität mit 85 Gramm angegeben. Das ist tatsächlich möglich und ihr seht, der Behälter ist halb voll oder halb leer. So, aber wir haben jetzt hier auch tatsächlich genug Bewegungsfreiheit fürs Futter. Und da ich nicht wirklich so viel fütter, ist es praktisch, den so reinzupacken. Vom Gewicht her, gesamt, machen wir jetzt mal eine Messung, wie viel das Ding jetzt gerade hier wiegt. Vollständig. Und wir haben jetzt 96 Gramm.
von diesem Behälter. Ich behaupte ja immer noch stumpf und steif bei denen, wo es reingefallen ist oder wo der Behälter reingefallen ist, könnte es sein, dass der zu voll und zu schwer war. Meine Mutmaßung. So, machen wir aber weiter hier im Text. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den hier mit dem super tollen, stylischen Handtuch, was ich hier habe, Baujahr 1980 oder früher, vom Design her. So, ich brauche meine Waage, ich brauche einen gereinigten Behälter und ich brauche ein Tellerchen, wo ich das Ganze auffange. So, aufsetzen. Und jetzt kann ich dementsprechend hier hingehen und versuchen, das Ganze rauszufinden, wie viel ich tatsächlich, ich werde jetzt rausfinden, wie viel ich füttern möchte. Und ich weiß, welche Einstellung ich habe hier, circa. Mal gucken, ob ich das gleiche wieder treffe. Wie gesagt, ich habe hier noch die Möglichkeit zu sagen, LED-Beleuchtung an oder aus. Geht erst an, wenn ich es speichere. Dann leuchtet da oben das Lämpchen wieder auf, also gehen wir wieder auf Behälter. Ich will das Ding aber aus haben. Speichern. Aus ist sie wieder. Wieder auf Behälter. So, schuldig bitte. Ich bin ein kleines bisschen verschnupft. Und den Fütterungsknopf darunter könnte ich dann auch an- und ausschalten, wenn ich das möchte. So, dass kein Fremder, Kinder, Frau etc. da oben dran gehen kann, um mehr Futter ins Becken zu sagen. Oh, die sind aber alle hungrig. Nein, kann man deaktivieren, wenn man das möchte. So, jetzt möchte ich hier aber erstmal rausfinden, wie viel tatsächlich gefüttert wird. Das heißt, ich löse eine manuelle Fütterung aus und der fängt jetzt erstmal an zu drehen. Ich gucke mal, ob ich das richtig eingestellt habe. Da geht jetzt eine Menge X raus. So, und diese Menge X... Ich nehme das hier mal ab, dann geht es einfacher. Einmal auf Null setzen das Ganze, mit Behälter oder ohne Behälter, könnt ihr machen, wie rum ihr das wollt. So, und das muss jetzt alles da rein. So, und hier steht jetzt 0,08. Das ist jetzt also die Fütterungsmenge, die reingeht. So, Behälter bearbeiten. Manuelle Fütterung 0,4. Habe ich da eingegeben. Das heißt, ich habe sehr viel mehr gehabt. 0,08. So, speichern. Und somit wäre das Ganze schon theoretisch gesehen fertig. So, jetzt gehen wir mal hin, nehmen das Schälchen hier. Kann man jetzt im Prinzip tatsächlich die Menge aussuchen und wenn die Menge einmal so einigermaßen passt, dann kann ich über die Anzahl der Umdrehungen, die der macht, natürlich die Gesamtmenge, die ich füttere, besser bestimmen. 0,11 und 0,18, also wir nehmen die Mitte, dann sage ich Behälter bearbeiten und gebe da ein 0,18, speichern. So, und jetzt, wenn ich auf Zeitplan gehe und zurücksetze, kann ich tatsächlich sehen, seht ihr ja auch, wie viele Tage ich theoretisch gesehen hier jetzt erstmal mit hinkomme. So, 50,24 Gramm ist der Rest, behauptet er. Kann ja nicht sein, weil ich ja im Endeffekt hier noch ein bisschen was liegen habe. So, jetzt gehe ich erstmal hin und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn ich das Ding jetzt wieder befüllen möchte, haltet ihr ein bisschen... So, jetzt habe ich das kleine Malheur mal kurz beseitigt. Dann auch passieren. Ja, das ist der Vorführeffekt. Aber ich wollte jetzt nicht gerade sagen, setz live, aber ich möchte erst mal rausfinden, wie viel ich jetzt noch über habe. Also, wie viel habe ich verschwendet? Eben waren es 51 Gramm, die ich hatte, ne? 51,04. So, dann schauen wir mal.
Jetzt halte ich die Löcher hier unten zu, versuche das Ganze festzuhalten, dass ich das nicht wieder fallen lasse. Also, 51,04 waren es. Und jetzt sind es 47. Boah, so viel Futter verschwendet. So ein Verschwender aber auch. Alles jetzt im Staubsauger. Ja, das gebe ich jetzt im Smartfeed ein, im Smart Reef. Und der sagt mir dann jetzt gleich, was dann noch an entsprechender Zeit überbleibt. Kurzer Schnitt. So Leute, ich habe da noch eine Methode gefunden, wie es noch einfacher geht. Wenn ihr diese feine Waage habt, Kappe abnehmen, drunter stellen, das drunter stellen. Entsprechende Höhe, für entsprechende Höhe muss natürlich im Vorfeld gesorgt werden. Und ja, Sprachnachricht daher, später. Und dann können wir hier überprüfen, ob das soweit passt. Weil das Schälchen ist schön leicht. Also geht einfacher von über auf, direkt auf das Schälchen. Dann können wir direkt sehen, was da gefüttert wird. Das sind jetzt 0,16, 0,17. Packen wir das mal auf Seite. Ihr seht, das habe ich gerade eben hier schon ausprobiert. Und bevor ich das Ding wieder zerlege und alles hier wegschmeiße, ist auf 0 nochmal. Und wie gesagt, macht mehrere Messungen, um rauszufinden, wie viel es ist. 0,18 jetzt. 0,16. 0,17 waren es, glaube ich. Jetzt 0,18. Und alle guten Dinge sind 3. Dann hat sich das so ein bisschen eingelaufen. Und dann nehmt er einfach so ungefähr den Mittelwert. Das muss jetzt nicht wirklich so hundertprozentig sein. Da haben wir ja schon wieder ein kleines bisschen weniger, 0,16. Ich würde einfach sagen, wir geben eine 0,17 hier im Smart Reef ein. So, gehen wir mal in die Einstellungen. Behälter, 0,16, 0,17. Das macht den Braten jetzt nicht fertig, wirklich fett. Dann gehen wir auf Speichern. 293 Tage hatten wir, glaube ich, eben. Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt sind es 273. Oh, feier, das. Oh, ob ich hier damit so weit hinkomme? Naja, egal. Ja, ihr seht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier dementsprechend auch direkt stehen, was ich gefüttert habe. Er hat es abgerechnet. Ich zeige euch das hier mal separat. Die entsprechenden manuellen Fütterungen, die ich gemacht habe, werden hier direkt mit verrechnet, mit dem aktuellen Wert, der eingegeben war. Und werden dann auch, wie ihr seht, ich hatte 47 Gramm eingegeben, oben sind jetzt nur noch 46,52. Ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, ich werde diesen Behälter jetzt nicht mehr öffnen. Nein. Ja, das ist im Prinzip schon alles zum Smart Feeder, würde ich sagen. Ich habe ihn, wie gesagt, seit 14 Tagen im Einsatz. Feuchtigkeit kann ich tatsächlich nicht feststellen, dass er bisher irgendwo Feuchtigkeit gezogen hat. Das ist so maximal immer so das Ding, wo wir Probleme mitkriegen. Zumindest bei diesem Pelletfutter, was ich jetzt hier nutze, das ist das von Tropic Marine, das gute Neue, mit der Drogenfutter. Ne? Blende ich euch mal eben kurz mit ein. Nein, also das ist tatsächlich sehr gut verträglich für meine Fische. Das lässt sich hier sehr gut dosieren. Und wenn ich mehr füttern möchte und der Meinung bin, ja, ist, was ich jetzt eingestellt habe, ist aber recht wenig, ja, dann sage ich ihm halt beim Füttern, dass er anstatt eine Umdrehung zwei oder drei Umdrehungen machen soll. Das ist dann euch überlassen. Was dann im Endeffekt mit eurem Becken passiert, das ist auch euch überlassen. Also, jeder ist da seines eigenen Glückes Schmied. Ich pack's rein, damit die Fische ein bisschen was haben, damit ich meinen Phosphatwert einigermaßen gleich halte. Werde ich jetzt sehen, weil ich habe es ja verändert. Ihr habt vorher gesehen, habe ich 0,4 da stehen. Jetzt sind es 0,18. Das heißt, mein Phosphatwert müsste eigentlich in den nächsten Tagen ein wenig sinken. Werden wir sehen. Ich werde darüber berichten. In meinen Tagebüchern. Also, wenn ihr keine Fragen, Sorgen, Nöte oder unsinnige Anträge habt, die ihr unten drunter schreiben wollt, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, es wird demnächst weitergehen mit dem Thorsten. Reef Flare wird kommen, Reef Bars werden kommen, die Base Pump wird kommen. Alles werde ich euch vorstellen und alles werden wir auch beim Thorsten verbauen in seinem neuen Becken. Also, in diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Däumchen nicht vergessen. Euer Viper.